So, und wir starten auch in das Gameplay herein, in das gute Gameplay. Und damit starten wir natürlich mit einer Anpassung, weil wir wollen ja auch schauen, wir wollen ja auch böse spielen. Und wenn wir böse spielen, ist es ja auch so, dass wir natürlich auch einen ganz bösen Charakter benötigen dafür. Und das machen wir auf jeden Fall jetzt mal. So, hier ist nämlich das gute Anpassungsmenü. Und was machen wir? Wir machen auf jeden Fall männlichen Charakter. Ja, so würde ich sagen. Outfit her. Was sieht denn am bösesten aus? Ach, schade, dass Pirat schon noch gesperrt ist. Römischer Kaiser würde auch gut passen, glaube ich, aber ich glaube so hier. Das Glory raus, bestimmt ja auch richtig böse. Bananenrepublik, Clubmitglieder. Wohlhabend. Siebziger, es passt irgendwie hier. Mafia. Mafia ist das Beste. Mafia ist auf jeden Fall das Beste. Und Hauptfarbe würde ich sagen. Ja, so ein goldener Anzug mit goldener Krawatte. Das zeigt den Wohlstand. Ein goldener Anzug mit einer goldenen Krawatte. Und beim Hut machen wir hier, was passt dazu, natürlich auch der Mafia-Hut. Und hier machen wir auch einen goldenen Hut wieder. Gold. Pures Gold. Pures Gold. Muss man aufpassen, nicht komplett in Gold zu sein. Und natürlich habe ich auch doch, eine Zigarre habe ich auf jeden Fall dran. Und eine Brille, wie im echten Leben. Das muss man auch, ja, gut, von dem Brillenträger ja auch mit da sein. Was machen wir hier? Ja, das ist, nee, das sieht nicht böse genug aus. Das sieht nicht böse genug aus. Das sieht böse genug aus. Bart, ja, könnte man, Pharao. Ich finde, der passt eigentlich schon ziemlich gut. Und die Haare. Was ist denn hier die böseste Frisur? Stacheln. So, das steht ja für Boshaftigkeit, wenn man schon Stacheln hat. Das passt auf jeden Fall. Aber eigentlich wollen wir schon einen Hut haben. Ah ja, wenn ich Stacheln habe, kann ich keinen Hut machen. Naja, so. So insgesamt. So, was sind denn die Merkmale, die ich hier dabei habe? Das ist 3D-Wunderkind, nee. Alles fürs Volk, nee. Charismatisch, nee. Thronintercessor, auch nicht. Inselbegabt. Also, dass er schwarze Haare hatten. Ein Wissen, nee. Normal irgendwie auch nicht. Korrupt. Ja. Na, wie ihr seht, ich habe ja die ganzen Missionen gar nicht gespielt. Immer so typischer Sandbox-Spieler. Das Mikrofon mal. Bisschen mehr ran für euch. Messi. Ich streite denn ab, zwanghaft zu sein, denn die Ehre seiner Träger vorausgesetzt. Kannst du gesagt. Abriss, ne. Narzisst, ja, vielleicht. Könnte passen. Narzisst schon. Museum, Mausoleum. Polarisierend. Sagt dann sie wieder lieben oder hassen. Uneinigkeit der Persönlichkeit in der Weise gerecht. Ja, unentschlossene Wähler mehr. Es gibt keine unentschlossenen Wähler mehr. Könnte passen, könnte passen. Kultanführer. Sie sind geborene Frühhörer. Konservativen Fraktionen. Spendierfreudig. Also immer schöner so, den ganzen Tropico-Sachen. Das waren erstmal hier, das waren wirklich viele Sachen dazu hat. Um einfach zu schauen. Um einfach auch so ein bisschen hier damit reinzuschauen. Mal schauen, ob der Ton auch gut ankommt. Individuelle Audioquellen. So, damit ihr auch das Spiel gut hören könnt. Sind hier nämlich der Optimierungsmodus noch.
So. Eigentlich müsstet ihr auch die Hintergrundgeräusche jetzt hören vom Spiel her. Kann ich ja mal kurz checken im Stream Manager. Hey Elster, sehr gut, schön, dass du mit dabei bist. Das freut Hey mich. Elster, sehr gut, schön, dass du dabei bist. Hörst du das Spiel, Elster? Ich muss nämlich die Streaming-Software wechseln, weil nämlich Tropico 6 wollte sich nicht mit Streamlabs connecten. Nein, aber andere Stimme. Ja, genau, das war der Stream-Manager im Hintergrund. Ah ja. Aber dann kann ich hier noch irgendwie noch ein bisschen optimieren. Ich habe nämlich einfach diese normale Twitch-Streaming-Software jetzt hier ausprobiert, weil nur die hat irgendwie Tropico 6 erfasst und wo das damit geht. Aber schön, dass du mit dabei bist, Elsa. Das freut mich immer sehr, dich zu sehen. Du wirst auf jeden Fall auch einen einen Bewohner auch hier bekommen. Weil wir haben nämlich heute eine Challenge. Die Challenge ist, möglichst böse zu sein. Also das Maximale an bösesten Sachen, die wir machen können. Hier ist das Schöne bei Tropico, man kann nämlich auch einen bösen Charakter spielen. Das wollen wir machen. Ich würde euch gerne natürlich auch hier so ein bisschen auch dieses Inselfeeling, das Inselfeeling hier mitgeben. Vielleicht kann ich euch das ja noch hinzufügen, das Audio hierzu. Wo könnten die denn herkommen? So, ich gehe hier mal in das Links rein, das Mikrofon, das passt ja soweit. Aber hier. So, ich glaube, das ist es. Das ist es, ja. Das habe ich das Richtige. So, Elster, hörst du jetzt im Hintergrund so tropische Musik? Rhythmo, ja. Ja. Haben auch extra den Modus aktiviert hier. Dass ich hier keine DMCA-Beschwerden bekomme, also dass das jetzt hier auch nicht gesperrt wird. Und ansonsten passt so sonst die Soundabmischung, also ist meine Stimme klar genug, ist die Musik genug im dezenten Hintergrund, so kann ich jetzt noch so ein bisschen optimieren hier im Hintergrund. Ist ja hier der Qualitätsstream. So. Aber wir wollen ja wie gesagt ganz böse sein, manipulativ. Bin gewusst, obwohl hinterhältig. Fraktion wahrscheinlich wird steigen 50%. Ja, bei mir leckt. Bei dir leckt das. Bei mir leckt's. Was leckt denn da? Also sozusagen, dass dass die Kamera irgendwie zu früh ist und der Ton da so ein bisschen später erst ankommt. Ist bei mir aber eigentlich alles grün von den Frame Drops her und langsamen Frames. Müsste eigentlich alles passen soweit. Ja. So. Nee, kurz Standbild. Ah ja, aber jetzt geht's hoffentlich wieder, dass das Standbild jetzt weg ist, sondern das ist jetzt das alles wieder super. Es kann auch sein, dass ich kurz aus dem Stream Manager draußen war und deswegen der es nicht mehr übertragen hat. Aber hier wird optimiert hier. So. Also manipulativ hört sich natürlich irgendwie am besten an für so einen bösen Präsidenten. Die Erhöhung des Rufs, die durch das Loben von Fraktionen erhalten wird, steigt um 50%. Verschlechterung der Beziehungsumstände, wenn sie finanzielle Unterstützung gewährt werden, sinkt um 25%. Noch zu loben verbessert die. Ja, ich glaube, das passt ganz gut. Wir loben uns hier einfach durch. Wir loben uns durch. So, der Palast. Wie sieht am besten der Palast aus? Ich würde sagen. Ja, Hinterhof. Hinterhof ist irgendwie wichtig, weil wir wollen ja auch Hinterhofgespräche machen. Und ja, weiß ist, glaube ich, okay, aber obwohl, nee, Gold muss das sein. Also man muss schon sehen, dass das hier böse ist. Gibt es denn? Warum gibt es denn kein Pastellgold? Da gibt es halt Pastellgelb mit Sahne und Pastell Pink Terracotta, Pastell Terracotta und natürlich hier wollen wir ja alles fachübergradieren.
Obwohl, gibt es noch was Schöneres? Nee, das ist schon in Ordnung. Und nach runtergekommen sieht nicht so gut aus. Prunkvoll. Das ist doch schön. Das ist doch hier die richtig gute Sache, die wir ausstrahlen wollen. Ansonsten, Elster, hast du schon mal Tropico gespielt? Also, kennst du das Spiel? Und eine Dacherweiterung. Ein Tresor. Das ist das Beste. Ein Tresor. Hier hinten können wir noch einen Tresor bauen. Ein Wachhund. Wachhund ist gut. Für das Geld. Eine kleine Deko. Eine Spendenbüchse. Was muss ich denn dafür machen? Inspirierende Stunden gleichzeitig. Ja, das werden wir noch freispielen, auf jeden Fall. So, aber hier machen wir erstmal ein paar Standardbäume. Ja, ich hab's. Mir ist es zu schwer. Ja, dann können wir hier gemeinsam das knacken jetzt, das Spiel. Ich will tatsächlich ganz gerne, ich spiele Tropico wirklich, wirklich gerne. Schon seit den ersten Teil habe ich Tropico gespielt. Tropico 2 war ja so mit ein bisschen Piraten, weil so die ungeliebte, ja, der ungeliebte Teil davon. Aber ja, ich habe es tatsächlich ganz gerne gespielt, Tropico 2. Und bei Tropico 3, da war ich sogar Tester, weil in der Qualität bei Tropico 3. Das heißt, wenn Tropico 3 dir die Credits anschaust, siehst du denn da bei den Credits, bei den Testern, also die Quality Assurance, siehst du denn da mein Namen? Also ich war da in diesen, da gab es nämlich irgendwie noch kein Early Access und dann konnte man sich explizit anmelden und hat dann die Sachen bekommen. Ah, sieht doch gut aus, ein schöner roter Baum. So, Konzil, schön, dass du mit dabei bist. Jetzt kommen wir hier wieder alle zusammen hier. So, Konzil, kennst du Tropico? So. Der Ulkholzbaum. Ja. Na, schauen wir mal. Doch, das sieht doch gut aus. Ja, ich möchte den Anpassungsmodus verlassen. Ansonsten, wenn du schon mal gespielt hast, okay, Konzil kennt das. Frage so ein bisschen an Eltern, an Konzil. Kennt ihr denn alle Teile? Also habt ihr von Tropico 1 bis Tropico 6, was das ja ist, habt ihr das schon mal alles gespielt? So, wir wollen eine Sandbox spielen. Eine ganz neue Karte. Wir haben einen guten Rechner, also haben wir eine riesige Größe mit einer sehr hohen Landfläche. Ja, Hochebenen können natürlich sein. 2, 3, 4, 5. Also hast du 1 und 6, hast du also den nicht gespielt. Wie ging es erst mit 5 los? Ja, also wie gesagt, bei mir ging es dann wirklich schon so ab Tropico 1 los und da bin ich dann so ein bisschen verfallen dieser Serie, aber auch diesen Charme, der dahinter steckt, dass man ja wirklich hier ein guter und ein böser Hauptinsel soll ja natürlich groß sein. Da erinnert mich so ein bisschen an Anno hier, das Menü jetzt. Klima, ja, normal, Klimareaktion. Ich glaube, das ist die Steam-Bibliothek, ja. Also, ich glaube, man kann das sogar auch bei Epic kaufen jetzt so. Man kann es kaufen bei GOG auf jeden Fall. Ich glaube, bei Calypso auch irgendwie direkt. Und nehmen wir das Mittel. Und ich dachte mir so, ich habe so Berichte gelesen online, dass es hier bei diesen Hauptherstellern, so bei Calypso, dass es da Anschuldigungen gab wegen schlechten Arbeitsklima und dass jetzt so die Ex-Mitarbeiter auspacken. Da habe ich mir überlegt, was verbinde ich mit diesen, also mit der Spielefirma Calypso oder mit dem Publisher? Da habe ich mir gedacht, so Tropico verbinde ich damit. Und da habe ich mir gedacht, ja, das kann man ja. Irgendwie habe ich da wieder Lust drauf. Also irgendwie, manchmal hat man ja sowas, wo man dann denkt, ah ja, genau so möchte ich das mal spielen. Aber vielleicht möchte man das ja dann auch irgendwie anders spielen. Und deswegen versuchen wir heute, lieber Elster und Konzil, wir versuchen heute nämlich das Spannende, dass wir. Karibische Fähre, abgeneigt ist gut. Dass wir Katastrophen. Ah ja, Katastrophen können ruhig passieren. Gelegentlich. Dass wir heute ganz böse spielen. Maximal böse. Weil, wenn ich das immer spiele, versuche ich immer so dieses. So ganz toller Präsident zu sein. Also alle kriegen Essen, alle bekommen irgendwie ganz viel Entertainment. Und ich versuche jetzt, weiß gar nicht, bin selber ganz gespannt, wo das hinführt. Und wie man das ganz böse spielen kann. Aber ja, ich bin schon ganz gespannt. Ja, beim sechsten Teil kam mir das Spannende hinzu, dass man hier auf Inseln spielen konnte. Sprich,
dass man ja nicht, man hätte früher aber so eine Hauptinsel gehabt. Alle versklavend, ja, vielleicht, genau. Vielleicht ist das, wie wir das jetzt spielen. Wir bauen irgendwie ein großes Gefängnis und neben dem Gefängnis bauen wir noch ein Gefängnis und dann schicken wir alle rein. Mal sehen, ob das funktioniert. Kann man das nicht spielen. Ja, also Konzi, wie hast du denn das immer gespielt? Hast du versucht dann immer das eher nett zu spielen oder dann auch eigentlich eher böse? Ich glaube, man kann das sehr nett spielen, weil ich hatte immer das Gefühl, wenn man so ein bisschen in dieser kapitalistischen Blase, also wenn man da zum Beispiel viel auf Tourismus gesetzt hat, dann ging das schon einigermaßen. Und aber vielleicht versklaven wir alle. Vielleicht versklaven wir alle. Das Erste, was man machen muss, ist auf jeden Fall eine Straße bauen. Und die bauen wir mal hier ran. So. Gefällt mir das? Ja, muss. Das ist genau. Was hier typisch ist, Diktator. Ah ja. Ich hatte zu viel befolgt und bekam eine Revolution. Ja. Das lag daran, liebe Elsa, weil du nicht genug versklavt hast. Du hast doch die Lösung schon geschrieben. Du wirst viel mehr versklaven in diesem Spiel. So, was wir hier machen, hier im Baubüro, also natürlich Sicherheitsregeln ignorieren. Also, ich bin zu gut, ja, Alter, du bist wahrscheinlich auf Nummer sicher hier, aber hier, wir machen jetzt hier die Baurate der Arbeit für diesen Gebäude um 20% erhöht, das ist gut. Wird ignoriert. Sicheres LAN. Ah, hier, freies Ladungslimit, was soll passieren? Die Farm. Humane Ausbeutung. Tendenz auf Fruchtbarkeit, Heldelieferung. Zum Mischrein. Ah ja. Ah ja, okay. Das ist der Beweis, behandeln sie gut. Die wollen wir ja behandeln. Sie schließlich wollen schon kleines Zugeständnisse. Ja, so ist das ja. So ist das. Hat einer von euch mal zufälligerweise das Buch 1984 gelesen? 1984? Von George Orwell. Hab einmal nur einen Bösewicht gelevelt und das war in Mass Effect 2. Ja. Ja, Mass Effect hat es ja auch geschafft tatsächlich, dass man hier als Bösewicht spielen konnte. Und wo man es wirklich richtig gut feststellen konnte, war, einer von euch ist Star Wars Fan, zufälligerweise. Na klar, mein Gehirn dankt immer noch. Und wenn man zum Beispiel, ja, Elsa ist Star Wars Fan, schön, sehr gut. Genau, und es gibt ein Spiel, das heißt Knights of the Old Republic. Ist schon ein bisschen älter, kennt ihr vielleicht. Und bei Knights of the Old Republic, da war das wirklich so gut, das Spiel, dass man da auch ohne Probleme als böser Charakter den Spaß haben konnte, als böser Charakter. Also wenn man sich so, Star Wars, ne, diese Übernahme, so Warhammer gewechselt. Ja, Warhammer ist auch richtig cool. Warhammer ist auch richtig cool. Wir haben bei uns, ich spiele das richtig so auch im Tabletop. Und das ist dann, wenn ich mal diesen Warhammer Tabletop Runde jetzt erzählen würde, müsste ich wahrscheinlich den Stream auf ab 18 stellen. Aber das ist schon was und das alles. Aber bist du Warhammer auch in dieser, also machst du es wirklich so auch Brettspieleabende mit Warhammer oder eher so das Franchise wie 40k oder die ganzen Gaming Sachen dazu? Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, Knights of the Old Republic bei Star Wars und gerade Minis waren sehr cool. Ja, das ist cool. Weil das ist ja auch dann, das macht ja auch den Spaß dann dabei. Und zum Beispiel bei Knights of the Old Republic, wie gesagt, da war ja die Gameplay-Loop war ja folgendermaßen. Wenn du als Bösewicht gespielt hast, das Spiel hat dich nicht bestraft, sondern du hast eben eine kurzfristige Belohnung bekommen als Bösewicht. Und oder sehr schnell war die Belohnung. Und wenn du als gute Person gespielt hast, hast du eben zum Anfang keine Belohnung bekommen, aber du hast eben später, weil du irgendjemand gerettet hast, der hat dir dann die Belohnung gegeben. Im Endeffekt war das die gleiche Belohnung, aber das andere war eben eher langfristig belohnt und das andere war kurzfristig belohnt, aber trotzdem war beides zufriedenstellend, um zu spielen, als kompletter Bösewicht und als kompletter, ja, naja, schreiner Held. Fable fällt mir dann noch ein, wo man da zum Beispiel auch besonders gut und böse spielen konnte. Wo das auch gut funktioniert hat. Also endlich da. Ja, da hast du recht. Also schafft das natürlich der Story-Spoiler schlechthin.
Genau, das ist es. Das bist du. Du denkst, du bist ein Jedi, du bist hier der strahlende Held und das alles, aber zum Schluss bist du selber eigentlich ein Sith-Lord. Und wenn man das nicht weiß und zum ersten Mal mitbekommt, ist das schon unglaublich. Also, das ist so ein Story-Revival, aber ja, hast dich gut erinnert. Also, es ist schon nicht schlecht. Und bei 1984, wo ich ja ursprünglich noch drauf hinaus wollte, da war das ja auch so, dass er wirklich mit ganz, ganz kleinen Sachen, wie zum Beispiel, weil ja, wenn man ja irgendwie, die Bevölkerung hat ja gar nichts gehabt, oder die Parteimitglieder da, und wenn die zum Beispiel mal Kaffee oder sowas bekommen haben oder sowas, was eigentlich nur die oberen Parteivorsitzenden bekommen hatten, dann waren die ja schon sehr zufrieden. Und so hat man ja wirklich mit, es war ja explizit im System ja auch so ausgelegt, jedenfalls in 1984 in dem Buch, dass mit den ganz kleinen Sachen, die ja für uns heutzutage selbstverständlich sind, dass man hier dadurch die Bevölkerung lenken konnte. Mal sehen, ob uns das in diesem Tropico Game auch funktioniert. Weil ein paar böse Sachen haben die da schon mit drin. Aber wir müssen natürlich auch so ein bisschen die Wirtschaft hochhalten. Und wir schauen mal, was wir gut anbauen können. Aus Zucker können wir rumbauen, was nicht schlecht ist. Aus Tabak können wir Zigarren machen. Genau, die Plebs hatten ein ganz bisschen, das hat ihnen gereicht. Ja, richtig, genau. So, hier könnten wir Tabak anbauen. Wunderbar, das wäre schon gar nicht schlecht. Banane brauchen wir nicht. Kaffee ist auch super. Kaffee. Vielleicht machen wir Kaffee hier. Ein paar Kaffeefarmen. Aber 1984 ist mein Lieblingsbuch. Also, wenn man sowas hat wie ein Lieblingsbuch, dann würde ich sagen, ist das 1984. Das habe ich so oft schon gelesen und mich so oft immer daran erfreut, genau das zu lesen. Und da gibt es so in der Mitte genauso ein Manifest, also dieses verbotene Buch, was da geschrieben worden ist. Und das alleine das immer ab und zu mal zu lesen, das ist schon echt spannend. Also kann ich nur empfehlen. Also wenn ihr das mal nicht gelesen habt, dann macht das auf jeden Fall gerne mal. Und weil ich glaube, so zu über ist am Schluss ist ja ein Überwachungsstaat und so kommt man ja in Tropico 6, kommt man ja auch genauso auch dahin, auch so in Riesenrichtung des Überwachungsstaates. Das heißt Revolution. Ja. Ja, die Leute werden ja auch rebellieren gegen unser Spielstil, aber wir müssen auch ganz viel auf Militär denn setzen. Ich wollte mal schauen, ob ich irgendwas Cooles hier habe. Ich habe hier das Kohle darstellen, genau, das ist Kohle, das ist Eisen. Habe ich irgendwo Gold? Hier habe ich Gold. Das werden wir auch jetzt abbauen mit unseren 75 Leuten schnell. Gold ist hier oben nochmal. Na, das ist doch cool. Dann will ich doch Folgendes sagen hier, damit wir hier mal, also first things first, mit was starten wir? Wir werden hier Kaffee anbauen und wir werden hier unser Gold abbauen. Und dann machen wir das mal. Wir bauen zuerst ein Nahrung, Ressourcen, ein Bergwerk. Ein Bergwerk bauen wir. So, das kommt hier hin. Das kriegt eine Straße. Und hier geht es hin. So, dann kommen die nämlich gleich dahin und dahin. Und dann bauen wir hier noch ein wunderschöne Kokosnuss? Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen eine Farm bauen. Plantage. Plantage, Plantage, die Kaffee herstellt. Kaffee. So. Hier ein bisschen eins. Würde ich sagen, ein paar Plantagen. Und hier noch eine vielleicht. Ungefähr so. Und vielleicht noch eine, weil wir haben es ja. Und hier müssen wir tatsächlich schon durch die erste Revolution durch, weil bei Tropico 6 gibt es ja so ein Zeitaltersystem, was die hier mit da drin hatten. Und bei diesem Zeitaltersystem ist es ja so, dass wir jetzt erstmal so ein bisschen für die Krone arbeiten müssen. Aber wir wollen gehen gleich auf Revolution. Also versuchen wir, wie gesagt, immer die böseste Sache, die wir finden, versuchen wir zu machen. Dann gleich heute mal mit dem fragenden Hund Gassi muss und nicht wiederkommen will und du wie schon oft bist. Ja.
Also, ich plane ungefähr so bis 20 Uhr heute. Bis 20 Uhr, ja. Weil dann kann ich nämlich so, man muss ja auch ein bisschen freischaufeln. Und so bis 20 Uhr habe ich mir alles freigeschaufelt und deswegen, das denke ich mir so. Was, also, irgendwie vielleicht verkommen tatsächlich jetzt in dieser Zeit, die wir bis dahin haben. Und ich würde mal sagen, ab geht's. Es wird gebaut. Super. Dann bis gleich heute. Ja, danke dir, Konzel, danke dir. Und ich habe jetzt auch eigene Emojis. Ich hoffe, die kann ich irgendwann mal freigeben für die Nicht-Abonnenten. Das kann sein, dass das Imperium schon am Anfang abfackelt. Genau, das kann sein, dass das Imperium dann irgendwie kommt und sagt, weil man hat ja dann irgendwann ja die Möglichkeit zu sagen, ja, bezahlen wir das zum Beispiel. Aber das Bezahlen ist ja, ich sag mal so, Elsa, kennst du Game of Thrones? Da gibt es ja immer diese Sache, ob man zum Beispiel den eisernen Preis bezahlt oder den goldenen Preis von den Eiseninseln. Und der eiserne Preis heißt, dass man sich das verdient hat. Ja, natürlich, sehr gut. Und der eiserne Preis heißt ja, dass man ja das mit Kampf bekommen hat, die Unabhängigkeit. Und das wollen wir hier natürlich auch machen. Also wenn wir nicht den goldenen Preis bezahlen, nicht als Bösewicht, sondern eben gut den eisernen Preis. So. Wir wollen auf jeden Fall forschen, aber wir haben eh kein Einkommen gerade. Das heißt, ich muss gleich schon eine Bibliothek bauen. Und ich muss ein bisschen handeln. Was wollen die denn? Gold könnte ich anbieten mit 3000. Vertrag unterschreiben. Nee, bitte nicht mehr anzeigen. Kaffee. Ja, weg damit. Weg mit dem Kaffee. Ja, kaufen und. Gut. Jetzt haben wir ja zwei aktive Handelsrouten. Gold und Kaffee, das, was wir eh anbieten. Genau. Und bei Game of Thrones ist das zum Beispiel so, dass ich jetzt mich mal wieder reinbringe in Game of Thrones. Also, das bedeutet, dass ich habe wieder mit Staffel 1 begonnen und bin jetzt bei Staffel 6 habe ich jetzt beendet und bin jetzt wieder bei Staffel 7. Weil man möchte ja natürlich irgendwie, wenn schon eine neue Game of Thrones Serie jetzt herauskommt, auf wow läuft das. Also ich glaube, das ist ehemaliges Sky Ticket. Und da möchte man ja irgendwie schon, sag ich mir so, dann gehe ich mir halt nochmal komplett Game of Thrones, damit man da richtig hereinkommt. Ansonsten, jetzt hast du dir ja schon angeschaut, dieses, das neue Spin-off zu Game of Thrones. Wir wollen auch ein bisschen Unterhaltung machen. Ein Festivalgelände. Das auf jeden Fall, das kann man irgendwie durch so ein DLC rein. Veranstaltet ein Festival für den Wirkungsbereich. Verbessert je nach Festival verschiedene Bedürfnisse. Es gibt keine Wohlstandsanforderungen für Besucher gewährt. Für unterschiedliche Boni. Ah ja. Aber das hört sich eigentlich gar nicht mal so schlecht an, so ein Festivalgelände. Also wir bauen erstmal eine Taverne, so als Standard. Und Taverne baue ich mal hier hin. Ja. Und dann hoffen wir doch mal, dass das geht so. Besitzt keine Arbeiter. Man will denn hier keine arbeiten? Hier gibt's Kaffee. Das könnt ihr doch ruhig mal machen. Ungebildet. Wo ist denn hier mein Almanach? Wie viele Arbeitslose habe ich denn? Ich habe 43 arbeitslose Bürger. Keine Wohnräume. Ja, wahrscheinlich. Also, ich glaube, so zum optimalen Gaming. Ah, hier. Haben sie. Bauen sich hier mal Hütten. Und dann kommen die ersten hier wenigstens rein. Fast menschliches Protokoll. Nein, Profitprotokoll. Ja, ist das. Nicht das Gute, das ist das böse Gaming. Profitprotokoll. Ansonsten, Elsa, hast du mal ein bisschen Street Transit mal weitergespielt? Monokultur? Ja. Multikultur? Nee. Ich habe hier keine Multikultur. Das ist eine Monokultur. Reguläre Spürhunde? Nee, reguläre Kontrollen. Nee, hänge bei Valorant. Korruption ist so massiv, wir müssen Schmiergeld zahlen, um herauszufinden, wie viel Schmiergeld wir zahlen müssen. Bei der hohe Waffe die Tropico spielt. Bisschen bei Anno 1800 ist ja auch so ein bisschen humoristisch, aber Tropico bringt das nochmal auf eine schöne Spitze. Und ich mag natürlich mehr Revolutionäre haben.
2000 zufälliger, ja, annehmen. Was soll ich bauen? Piratenbucht, ja, das gefällt mir. Piratenbucht gefällt mir. Hm. Ja, Valorant, muss ich sagen, habe ich noch nie gespielt. Noch nie habe ich Valorant gespielt. Aber ich sehe auch ein paar Leute aus meinem Freundeskreis, die das auch irgendwie sehr gerne spielen. Aber ich habe irgendwie leider auch keinen Zugang gefunden zu Valorant. Obwohl ich zum Beispiel sowas wie zum Beispiel, wie hieß das denn von Blizzard, das Spiel? Overwatch, glaube ich. Overwatch? Ja, kann sein. Das habe ich zum Beispiel sehr gerne gespielt, aber ich glaube, das ist ja auch so leicht ähnlich, ne? Hoffe ich einfach mal. Spreche ich hier einfach mal rein. So, die Piratenbucht muss natürlich neben den Kaffeeplantagen sein, eindeutig. Dann gehen wir mal auf Räubertour. Wohnräume. Also ich glaube, ich werde Wohnräume bauen, aber ich werde Wohnräume bauen nur für meine mitbösen Kollegen. Also hier für die einfache Bevölkerung Wohnraum. Ne, das sehe ich gar nicht. Ich sehe hier für meine reichen Mitleute sehe ich Wohnraum. Können wir hier mal schauen. Wohngebäude, Luxusvilla. Ja, das sehe ich. Für 1000 freischalten, wie viel Geld habe ich denn? 35.000. Luxusvillen. Das funktioniert doch gut. Ah, baue ich vielleicht hier so ein bisschen rum. Hier eine schöne Luxusvilla hin. Und eine Straße. So, was ist denn hier das Problem bei dieser Bar? Keine Arbeiter. Flüssiger Schwermut. All you can drink. Denkt die Arbeitseffizienz. Ah ja. Ich glaube, all you can drink, Alkohol ist böse, würde ich doch mal sagen. Also, das ist vielleicht ja die Mehrheitsmeinung hier im Chat. Also ist all you can drink ja böser als Einsteller. So, dass hier in der Mitte eine Farm ist, das gefällt mir eigentlich gar nicht so richtig. Weil das ja hier unser Top... Alkis können nicht arbeiten. Ich brauche unbedingt ein Gefängnis, weil wenn die ja viel trinken, dann werde ich die einfach einsperren. Und dann werden die wieder nüchtern, dann kommen die hier in die Ausnüchterungszelle. So. Und dann, vielleicht funktioniert's. Aber das Festivalgelände, das würde ich schon gerne bauen. Kaufen. Und das kann ja neben der Bar so ein Festivalgelände sein. So. Mehr, Gouverneur, mehr. Immer mehr. Forderung der Krone. Die Krone verlangt danach. Mehr, immer mehr. Na los, Brot und Spiele. Genau, richtig, weil wenn die kriegen ja von mir ja keine Wohnungen oder sowas, weil zu nett. Außerdem, die bekommen ja bei mir, wenn ich sobald ich es bauen kann, bekommen die Gefängnisse. Und Gefängnisse ist ja quasi Wohnraum. Da können die arbeiten dann für mich. Forderung rechtzeitig annehmen. Was muss ich denn machen? Eine Handelsroute mit der Krone füllen. Hier geht's ja an meinen Handelsrouten. Schauen wir uns mal an. Handelsbildschirm öffnen. Aktive Handelsroute. Null Gold exportiert und null Kaffee exportiert. ja, das werde ich bestimmt alles schaffen. So, was ist denn hier? Da können wir ruhig mal ein bisschen schneller arbeiten. Aber ich glaube, ich müsste noch Theater Opernhaus, Zeitung, Bibliothek. Genau, eine Bibliothek muss ich, glaube ich, schon bauen nochmal. Ich möchte ja forschen. Ich möchte forschen. Und die Bibliothek kann... Hier kommt ja so ein bisschen... da würde ich sagen, da baue ich gleich einen neuen Distrikt dafür, den Forschungsdistrikt. Und da geht das hier so ein bisschen hoch. Zack. Und dann können die Leute doch wunderbar, wenn ich mir das anschaue hier... Tourismus, Luxus, Medien, hier. Ah, ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich? So.
Elster, Oberschicht hier. Sobald hier jemand traut, sich hier reinzukommen, wirst du danach benannt werden. Aber es wohnt noch keiner. Sag mal keinen von der Oberschicht vielleicht. Oberschicht. Naja, machen wir es mal in der Oberschicht. Gouverneur, gemeinsam mit dem Volk werden wir alles zum Besseren wenden. Ja, was will ich denn? Ich will Immigranten haben. Ich will Immigranten. Ich brauche noch mehr Leute, die auf meinen Kaffeeplantagen arbeiten. Wie sieht es denn hier nochmal aus? Ach, Elsa will beim Militär sein. So. Er weiß ja auch hier schön hier bei Fastest Frontier im Bergarbeiter hier beim Militär. Ja, also ich glaube, im Militär wird diese Gruppe sein, die ich am Rambo Elster. Ja, das mache ich. Rambo Elster. Ich habe 15 arbeitslose Bürger. Aber ich sag dir eins, das Militär hier, das sieht als Bösewicht, das wird besonders gut behandelt werden. So. Wer mag mich denn am meisten? Alter 15. Ungebildet. Ah ja. Welch ein Tag. So. Ah nee, das ist ja eine Frau, Anna. Hier. Ah, schön. Nicht Manuel, was ist, sondern das ist Rambo. Elster. So, Rambo Elster. Ist wahrscheinlich wie im echten Leben. 15 Jahre. Du arbeitest im Palast und das ist hier alles. Erstmal, hier kriegst du erstmal von mir später irgendwann mal 3000. Ich kann es dir nicht leisten. Aber die Zustimmung ist schon da. Du bist revolutionär, das ist gut. Du hast ein paar Gedanken. Ah, wäre schön mit 48 Jahren. Nochmal 15, ne? Nochmal 15. Aber hast hier auf jeden Fall, bewachst hier auf jeden Fall eine Menge. Und ich muss dir eins sagen, du hast weil du so gut das Land hier verteidigst, du hast eine Lohnerhöhung verdient, nämlich hier. Das wird hier ordentlich hier, der Palast. Wenn schon etwas bezahlt wird, denn das. Sie zu sehen. So. Aber man kann hier. Na, schau mal, hier bist du. Da. Ich hoffe, ich finde dich. Ich sag's wieder, Frau. Ja. Genau, die freut sich. So. Was möchte ich denn hier machen im Festivalgelände? Festival der harten Arbeit. Wird die Effizienz der folgenden Gebäude um so und so? Ernte Dankfest. Anerkennung. Erhöht die Mandantzeit um 12 Monate. Zugunsten der Revisionierfraktion zu ändern, wird nicht auf fanatisch irgendwie. Unabhängigkeit. Unabhängigkeit finde ich gut. So. Dann bereitet das doch mal vor. Das Feuerwerk dafür. Ich bin wirklich gespannt, weil tatsächlich dieses mit diesem Festivalgelände, das ist ja was Neues, das kam durch ein DLC hinzu. Und ich habe nämlich, wo Tropico 6 rausgekommen ist, habe ich das nämlich auch gespielt, ganz viel. Ich glaube, es war ja so 2019 kam das raus. Und aber mit den ganzen DLCs bin ich schon ganz gespannt, ob die so übermächtig sind, wie das alles so wirkt, weil für mich die DLCs sind jetzt auch neu. Dann haben wir die Piratenbucht unter schwarzer Flagge. Da wieder umzukommen. Ja, das ist gut. Auf des toten Manns Kiste. Und jetzt machen wir mal einen schönen Überfall. Was würde ich denn gerne haben? Was würde ich gerne haben von der Piratenbucht? Ich würde gerne Kaffee, Mais, Gold haben. Weil dann kann ich das gleich exportieren. An die Krone. Ich möchte, dass Gebildete gerettet werden. Ja, das wird gut. Und dann würde ich Gold haben. So. Dann mach das doch erstmal. Liebe Piraten. So, Kaffee baut sich aus. Und man muss das immer so ein bisschen ausbalancieren hier. Ich habe noch genug arbeitslose Bürger. Das heißt, ich könnte noch mehr Gold abbauen. Das war doch hier noch irgendwo. Genau, hier.
Gouverneur, Korruption ist so massiv, wir müssen Schmiergeld zahlen, um herauszufinden, wie viel Schmiergeld wir zahlen müssen. So, es ist schön, dass das Spiel jetzt sagt, ich soll eine Bibliothek bauen und ich glaube, die ist, wo ich gerade schon eine Bibliothek gebaut habe. Ah. Dann baue ich halt zwei. Oder ich reiß die ab, die eine. Und baue sie nochmal. Oder ist sie schon fertig? Ich kann noch zwei bauen, glaube ich. Verbesserung, E-Book-Regale. Ja, das kommt ja später. Naja, dann ist hier eben doppelte Bibliothek. Also wenn ich mich noch richtig erinnere an dieses Spiel, ich glaube, wenn man das auch neben Schulen baut, die Bibliothek, dann können die untereinander sich verbessern. Aber schauen wir auf jeden Fall mal. Das werden wir hier gemeinsam herausfinden. Lebt Rambo Elster noch? Rambo Elster ist ein Jahr älter geworden. Und einer kann sich's leisten. Einer kann sich's leisten. Der Ruben Sanchez, der in der Luxusvilla wohnt. Wenigstens einer. So, und ich brauche mehr Farmen, würde ich sagen. Miststreuer. Verteilt Gülle auf Plantagen und Farmen und Wirkungspreis der Verschlechterung des Bodens. Gülle wird auf Farmen, Ausmunden, Weinproduktion produziert. Ah ja. Dann baue ich hier doch einen kleinen Miststreuer hin, würde ich sagen. Der in diesen drei Farmen diesen Mist auf jeden Fall streut. Aber Miststreuer ist für mich tatsächlich... Also es macht ja total Sinn. Also anno 1800 hat das ja auch, dass hier irgendwie Mist gestreut wird oder sowas. Aber das ist für mich doch wieder eine neue Funktion hier in Tropico 6, wo ich das so 2019 gespielt habe. Da glaube ich, gab es keine Miststreuer insgesamt. Aber der hat ja gesagt, wenn du hier Mist streuen musst, dann musst du auch eine Farm bauen. Ja, dann mache ich das doch mal. Eine Farm. Und brauchst du da keine Tierfarm? Genau, ich glaube, da brauche ich eine Tierfarm. Und hier mag ich ja weiter Kaffee anbauen. Aber hier hinten mag ich wahrscheinlich nichts weiter bauen. Das ist auch so langsam zu weit weg. Was mag ich denn bauen? Schafe. Krokodil. Krokodil ist auch nicht schlecht, ne? Hergestellte Ressourcen Leder. Ja, why not? Why not? Aus Schwein kriege ich nur Fleisch. Aus Lama kriege ich Wolle. Aus Ziege kriege ich Milch. Warum kriege ich aus Ziege kein Fleisch? Naja. Ich glaube Krokodil. Krokodilfarm. Hier. Da. Ist bestimmt gut. Bringt bestimmt schön Geld, so eine Krokodilfarm. Hier bauen wir mal die Straße ein bisschen mehr ran. Und dann bauen wir hier die Straße hin. Ah, schönes Rechteckmuster. Und kann ich hier schon sagen, Kettenhandschuh. Also der konnte den Verdrängen versenken bei dem Krokus. Ich hoffe. Ich kann auf jeden Fall Leuten Kettenhandschuh geben, wenn ich möchte. Da hat er immer hier so ein paar Upgrades. Einbringen kann. Aber hier ist doch erstmal... Die Farm verringert ihre Nähe nicht die Fruchtbarkeit. Verringert Effizienz 15%, aber Gülle, ja, das ist für nicht schlecht. Ich möchte die Gülle transportieren dann hierher. Aber man kann dann später auch zum Beispiel sowas bauen, wie man so ein Clubpräsidente. Und bei diesem Clubpräsidente ist es dann so, dass man auch so die Fraktionsführer einladen kann und so ein bisschen, das ganze Spiel wird dadurch aber korrupter. Es gibt es aber, ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder wirklich so beeinflusst ist, wenn du das zu weit treibst mit der Korruption, dann kannst du auch so eine tolle Wirtschaft haben. Das Spiel geht einfach dann mehr oder gefühlt den Bach runter. Du kannst da echt nichts mehr entgegenwirken. Also da ist das Spiel so, da müssen wir ein bisschen aufpassen, da dürfen wir nicht zu böse tatsächlich werden. Aber, oder nicht zu korrupt, obwohl das ja eigentlich die böse Sache wäre. Aber da ist die Spielmechanik irgendwie zu fies. Oder wir schaffen es wirklich, sowas richtig, eine richtig, richtig gute Wirtschaft zu bekommen. Special Force, hey, schön, dass du mit dabei bist, Special Force. Das freut mich wirklich. Und du bist frisch dazu mitgekommen, dass du hier einen Aufenthalt gewonnen, Special Force, nämlich in der wunderbaren tropischen Hölle.
In der tropischen Hölle hast du einen Aufenthalt gewonnen. Und ich baue hier mein kleines Fort hin. In der Hoffnung, dass das mich verteidigt. So. Und so, Special Force. So, Special Force, du bist natürlich hier, aber ich möchte dich ja nicht bestrafen hier, wie einer hier, der Farmarbeiter oder sowas, sondern du bist hier mit dabei. Du bist hier. Kann ich helfen? Du arbeitest in der Bibliothek, du bist 22 erwachsen und du bist reich. Du bist eine reiche Person hier mit drin. Und. So. Special Force. 2004. So, Special, das passt gar nicht hin. Aber, obwohl Special Force wäre eigentlich ein viel besserer Name für irgendwie ein Militär, ne? Weil, wem wird es gut gehen in unserer Tropico-Sache? Es wird natürlich den Leuten, die sehr reich sind, gut gehen, weil wir. Das ist ja so, das Kern des. Geld ist ja Kern des Übels. Und das Militär. Die müssen uns ja verteidigen. Viva la Revolution. Gouverneur. Sehr schön. Gemeinsam mit. Ja, ja. Genau, ansonsten, Special Force, kennst du Tropico? Hast du schon mal gespielt? Also kann ich das hier schlechter machen? Klein Eden? Nee, es hört sich viel zu gut an. So, was bräuchtest du denn eigentlich dafür? Piraten greifen Tropico an, oh nein. Oh nein, wo? Da! Wo sind die denn? Hier ist ein Ziel. Hier, die Piraten. Doch, tatsächlich noch nicht. Also in Tropico kannst du eine eigene. Ja, du bist Diktator von so einer Bananenrepublik. Und du kannst dir das total nett spielen, zum Beispiel, indem du zum Beispiel für alle tolle Wohnplätze baust. Dass du mit allem, keine Ahnung, dass den Leuten richtig gut geht. Dass die alle. Das stimmt hier nicht, Gouverneur. Dass sie zum Beispiel alle satt sind. Verlangen euch. Oder du spielst das richtig, richtig böse. Also, dass du, ich werde wahrscheinlich für alle Gefängnisse bauen und da alle irgendwie einsperren oder sowas. Und dann nur noch die Reichen, dass die hier alles vorwärts treiben. Ich darf aber nicht so viele einsperren. Oder vielleicht doch, ich schau mal, ob das Spiel mir das erlaubt, ob ich einfach alle einsperren kann. Und du hast hier so eine Art System, wo du dann durch die Zeitalter gehen musst. Und hier bin ich jetzt so in dieser Koloniezeit. Ich bin eine Kolonie, die englische Krone ist hier im Hintergrund. Und die möchte, dass ich natürlich brav eine Kolonie bleibe. Und ich mag aber meine Unabhängigkeit haben, damit ich das alles weiterentwickeln kann. Und von daher gibt es hier so eine Fortschritts- und Zeitalter Weltkriege, wo ich Revolutionäre in durchschnittlicher Zustimmung benötige. Die habe ich schon. Und Prozentsatz der Bevölkerung Revolutionäre sind. Und das nehme ich natürlich an. Also die Zustimmung muss ich noch sich ein bisschen erhöhen. Und dann komme ich denn, wenn ich das geschafft habe und die Unabhängigkeit habe, komme ich dann zum Zeitalter Weltkriege. Und da gibt es natürlich nicht mehr England, da gibt es dann, glaube ich, Alliierte und Achsenmächte. Ich glaube, so heißt das denn da im Spiel. Aber das werden wir bestimmt noch herausfinden. Ich sag mal, hier erstmal verteidigen mit hoher Priorität, das Festivalgelände. Und wir haben hier schon die ersten Angreifer. Hier, vier Leute. Elster, ich hoffe, du stirbst nicht. Aber Elster. Elster, du musst jetzt ran. Leider musst du jetzt ran, Elster. So. Aber die werden es bestimmt verteidigen. Hoffe ich. Kann ich irgendwo sagen, dass sie hier ausrücken sollen? Weil die müssten jetzt eigentlich das Gebäude attackieren. Jetzt hauen die ab, jetzt sind die hier. So, Beschreibung, Effizienz, kann ich nicht irgendwo sagen. Nährwachen. Nährwachen auf jeden Fall. Ah, könnt ihr nicht hier hingehen? Ich frage mich, Gouverneur. Heiligen die Mittel die zweckmäßige Gemeinheit? Jetzt erstmal eine schöne Taverne bauen. Lohnt sich jedes Opfer.
Aber so kennt man das ja so ein bisschen auch tatsächlich von den anderen Spielen, wenn man ja schon Militär hat, dass die ja irgendwie da hingehen würden, wo die eine Sache ist, zum Verteidigen. Aber die hier vom Palast, ach ja, ich bleibe hier im Palast, ist mir egal, ist der Pirat, mein Festivalgelände hier demolieren. Also sehen, ob wir das irgendwie mal abwenden können. Vielleicht bauen wir schnell einen neuen Wachturm. Jetzt werden wir erstmal eine Taverne bauen. Taverne können wir auf jeden Fall bauen. Ein Wachturm. Ein Wachturm. Ein Wachturm, ein Wachturm, ein Wachturm. Mit schnellem Bau, bitte. Und jetzt... da greifen die das an. Das sind nämlich gleich Leute mit da drin im Wachturm, weil... Ich bezahle die Leute gut. Und dann sieht man schon, wie der Wachturm das tut, was er tun soll. So ein bisschen. Und die... die Angreifer jetzt auch endlich mal abwehrt. Wird ja auch mal Zeit. Wachturm. Wir scheinen die Oberhand zu haben. So, soll ich mal eine Taverne bauen? Oh, you can drink. Ich würde sagen, damit die Leute... Es gibt ja hier auch so ein Elsa und Special Forces, es gibt ja so ein System auch der Laufwege. Bei Fast Food haben die das exzellent dargestellt, wo man so sehen kann, wie viele Leute die arbeiten, wie viel die Entertainment zum Beispiel besorgen müssen oder essen. Und hier ist das leider nicht so gut. Also da ist wirklich Fast Food hier weiter. Aber wenn man es im Hinterkopf hat, dass man ganz genau weiß, die müssen ja trotzdem irgendwo hinlaufen, um Essen zu bekommen, dann... hilft das natürlich, hier einfach zum Beispiel eine Taverne hinzubauen. Da müssen die zum Beispiel hier, wenn jetzt hier der Krokodilfarmer sagt, ich würde ja so gerne mal ein Trinken gehen, dann müsste der eigentlich ein bisschen nach oben laufen in die Taverne und so kann er da unten hingehen und dann spart er sich natürlich Zeit, kann dann wieder schneller zurück an die Arbeit, weil die Wohnung ist ja direkt neben der Arbeitsstelle. Was ist alles passiert? Konstell, wir haben... Schön, dass du wieder zurück bist. Und wir haben einen Piratenangriff. Wir haben hier einen Piratenangriff. Ich hätte für den Piratenangriff, hätte ich rein theoretisch auch eine Vorhersage machen können. Das mache ich das nächste Mal beim nächsten Angriff, mache ich die Vorhersage. Das ist ein ganz tolles Feature, was man hier als Affiliate hat. Da kann ich nämlich hier Vorhersagen machen, dann können wir alle mitraten, ob ein Gebäude fällt oder nicht fällt oder sowas. Und aber jetzt ist der letzte Pirat, der bestimmt irgendwann, hoffentlich, fällt. Genau, die Farm, die werde ich wahrscheinlich irgendwann mal umändern, Gebäude neu platzieren, weil das gefällt mir schon nicht, dass sie so nah dran ist. Dann würde ich die Rinderfarm nämlich hier hinbauen, da bin ich mich schon zu oft verzockt. jetzt ist nämlich auch hier das Fork endlich fertig. Und hier, auch ganz wichtig beim Fork, ne? Also hier, das sind hier die Top hier, die Leute hier. Ich hätte Arbeitsmodus auf die Barrikaden. Ich stelle keine Truppen bereit. Soldaten bleiben zur Abwehr von... Abwehr von Anwehr. Ist unsere Revolution eher wenn. So. Und... das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Wir haben jetzt schon einigermaßen Militär. Wir haben hier einen Fort, wir haben hier einen Wachturm. Wir haben hier dein... ein Miststreuer. Das sieht aber hier auch so top animiert. Man sieht richtig, wie eklig das sein muss, wenn man da... Aber vor allem, wenn man bedenkt, dass hier die Hütte ist. Ne? Wo bauen wir unsere Hütte hin? Ach ja, nehmen den Miststreuer, das ist ja schön. Und weites Sprühen. Weites Sprühen. Das ist gut. Schön weit sprühen. Elster, schön, dass du mit dabei warst. Und... hoffentlich bestimmt bis bald. Ich wünsche auf jeden Fall noch ein wunderschönes Wochenende. Und vielleicht sieht man sich ja später wieder. Vielleicht kommst du ja noch mal nachher rein. Und hier haben wir... ich würde sagen, wir haben die Zeit tatsächlich für eine zweite Luxusbrille. Die passt hier doch wunderbar hin. Ich will aber... ich habe ungefähr nur 3 Jahre, bis ich dann... bis die kommen würden. Aber ich glaube, ich wäre jetzt schon so weit, um die abzuwehren.
aber damit die, damit das vorangeht, muss ich hier Kaffee und Gold liefern, aber das ist, naja, Kaffee ist eigentlich schon fast bis zur Hälfte. Will ich vielleicht noch eine weitere Plantage bauen, eine weitere Kaffeeplantage hier. Und hier, Special Force, hier siehst du ja zum Beispiel, wenn es grün ist, ja klar, hier wächst Kaffee besonders gut. Und jetzt bauen wir mal hier hin. So, hier bauen wir noch eine Straße hoch. Das macht bestimmt auch irgendwie... Und dann können wir da oben noch eine Farm hinbauen, weil die Leute sollen ja essen. Essen, essen, essen. Was ist natürlich nicht so schön dargestellt, wie zum Beispiel in so einem Anno-Spiel, wie man das so ein bisschen sehen kann, wie viel wird denn gerade, also einmal nach kann man das nachschauen, aber ich finde, wie viel wird denn gerade verbraucht, wie viel müsste man irgendwie nachproduzieren, das ist immer so ein bisschen Gefühl dabei. Also kann ich mal zeigen, wie das Spiel das insgesamt darstellt. Und was wollen wir hier bauen? Wir wollen eine weitere Farm bauen. Und was ist denn hier besonders praktisch? Schwein, Lama, Ziege. Ziege ist gar nicht so schlecht hier oben. Eine kleine Ziegenfarm hinbauen. Ja, sieht doch schon effizient aus. Und dann wird das doch gebaut. Ja. So, wie sind, gehen die Überfälle voran? Ah ja, retten Gebildete. Ah, ich würde hier noch gerne noch weiter Kaffee, Mais und Gold haben. Das sind die einzig wahren Rohstoffe hier, die ich noch abbaue. Und ich habe mir ja, wo ich dann hier die Idee hatte, Tropico 6 zu zocken, habe ich auch geschaut, wird das so auf Twitch überhaupt angenommen, Tropico 6? Also, will das überhaupt irgendjemand schauen? Und da habe ich gesehen, es streamt keiner. Es streamt keiner. Das ist eine echt eine Nische. Also ich bin echt auch... ich freue mich auch tatsächlich hier über diese... Ich glaube, in der Spitze waren es sogar zweistellig, sogar über 10 Zuschauer. Dass hier doch ein gewisses Interesse an Tropico 6 herrscht. Genau, niemand streamt das. Ich glaube, ich bin der einzige Streamer, der gerade Tropico 6 streamt oder sowas. Also könnt ihr mal kurz... schauen oder sowas, aber wo ich vorhin geschaut habe zum Start, hat irgendwie keiner das gerade gehabt. Und vielleicht ist das Spiel auch zu alt oder schon zu unbedeutend, aber ich finde, das ist ein richtig schönes Aufbaustrategie-Spiel. So, schauen wir mal, was wir weiter bauen können. Wir können... Was brauchst du denn dafür? Felle zu Leder. Felle zu Leder. Rumdestille, Wohnhaus, Straßenmusikant. Das ist zu teuer. Wir haben ja nur noch 114. Nur noch 114. Dienstleistungen. Ja, eine Kapelle wäre schon gar nicht so blöd, die auch mal zu bauen. Bauen wir die doch auch so ein bisschen in das gefühlte Stadtzentrum rein. Da. Genau. Und zur Konsole, das ist das. Ich könnte ja noch gar keinen Bewohner hier geben. So, aber das ändern wir jetzt. Und du wohnst natürlich hier in einer Luxusvilla. Grüne Pflanzen, ein Zeichen der Frische. Aber wenn sich unsere Kokosnüsse im Lager grün verfärben, könnte Schimmel dahinter stecken. Ah, die guten grünen Kokosnüsse. 10 bis 15% der Plantagegüter, Baumstollen und Kokosnüsse im Lager werden jeden Monat zerstört. Ah ja. Naja. So. So, was bist du? Du kommst aus der Niederlande. Du bist reich, du hast Highschool und du arbeitest auch in der Bibliothek. Und... Sie sind nur Bauern, die das stört. Genau. Kauen. Da muss ich immer an Star Wars denken, an sie kauen hier. So, und jetzt, du hast du eine Frau? Ich glaube, du hast auch eine Frau hier sogar. Genau, deine Frau ist kommt aus Frankreich. Deine Frau kommt aus Frankreich. Und du hast auch zwei Kinder. Überfall abgeschlossen. Ah ja, schön.
und dein Kind heißt Manuel Castro. Ich frage mich, Gouverneur, heiligen die... Irgendwo eine Taverne soll ich bauen. Ich würde aber tatsächlich gerne mal ein bisschen Geld haben. Ein bisschen. Wäre mal nicht schlecht, ein bisschen Geld. Was hier alles im Lager ist. Und... Ich muss auch die Überfallbildschirm auch jetzt hier... Gebildete... Ja, das geht so langsam. Da habe ich auf jeden Fall eine gewisse Geldquelle. Und den Namen merke ich mir, wenn ich ein Kind habe. Ich war letztens in... Ich bin ja Berliner. Und ich war gestern in Berlin unterwegs. Und in Berlin, da gibt es ja immer Festivals. Die ganze Zeit gibt es da Festivals. Wie zum Beispiel gibt es ja... also so Straßenpartys auch. Gibt es ja zum Beispiel den CSD. Oder da gibt es ja auch zum Beispiel die Rave the Planet. Oder die... oder hier zum Beispiel auch so alles so, so Demos halt, die daraus bestehen, dass dann ein Wagen oder mehrere Wagen dann einfach laute elektronische Musik spielen und im Hintergrund halt die Leute dann da hinterherlaufen und dann zu der elektronischen Musik tanzen. Also das alles stark begleitet mit ganz viel Polizei. Und ich lief gestern so ein bisschen durch Berlin herum und dann bin ich auf die Fuck Parade gestoßen. Und da denkt man ja so, ach ja, das ist ja bestimmt interessant zu sehen, wenn da Leute auf der Fuck Parade so umherlaufen unter elektronischer Musik. Aber das waren alles stark schwarz gekleidete Leute und so ein bisschen aggressiv von der Stimmung her, weil so eine richtige Demonstration. Und dann haben sich da so eine Gruppe hat sich da so ein bisschen verloren und die haben dann da gerufen, sich wiederzufinden. Und da wurde ganz laut geschrien, Flobert! Flobert, wo bist du? Und da habe ich auch so gedacht, Flobert, was ist das denn für ein blöder Name? Flobert. Aber so kannst du für dein nächstes Kind oder wenn du nochmal Namensänderungen machen kannst, Flobert, das ist der Name, den man ein Kind gibt dann. Kannst du den nämlich Flo nennen oder Bert oder wie man es möchte, aber Flobert. Und hier wollte ich euch mal zeigen, wie man bisschen das so sehen kann, wie zum Beispiel Wachstum oder Rückgang oder wie insgesamt das Alter ist. Ich habe zum Beispiel 4 Kinder nur. Wie viele Wohnungen belegt sind, wie viele obdachlos sind und wie viele Jobs es gibt, nämlich arbeitslos, sind 13. Wie die Bildung aussieht, so kann man das ein bisschen nämlich sich anschauen und Korruption 0, das ist schon ganz praktisch. Perfekt, welche Schulzeit für das gibt, für den Flobert. Wir haben keinen Tourismus und Ressourcenübersicht. Hier sieht man so ein bisschen die Ressourcenübersicht, aber es ist irgendwie nicht so, wie man sich das vorstellt. Wo habe ich denn die Meeresfrüchte her? Ah, ist ja E0. Weder genau. Und bei Nahrungsversorgung, hier sieht man halt so ein bisschen, wie die Nahrung so ein bisschen hingeht mit Nahrungslieferanten, mit den Farmen, aber ich könnte noch einen Fischer hinbauen. Von den minus 4000, die ich eh schon habe. Ein schöner Fischereihafen. Da habe ich nämlich gleich Fische nämlich da. Ich gehe das hier nämlich gleich an der Promenade entlang. Und das Coole ist, man kann hier nämlich auch so ein bisschen der Person mal folgen. So ein bisschen in diesem Ego-Modus. Aber sieht man schon, wie schön das ist. Ne? Wenn man hier ankommt, wird man gleich von Hütten begrüßt. Man sieht gleich, wie hier irgendwie der Mist sich hier verarbeitet. Ah ja. Richtig praktisch. Und jetzt, wo geht er hin? Ach, der Weg zur Plantage. Ah, ja. Und ich finde, weil wir ja böse sind, könnten wir auch mal einen von den... von unseren Feinden könnten wir mal zeigen, wie böse wir wirklich sind, nämlich von den Royalisten. Und wer ist denn hier Fraktionsanführer von Royalisten? Wer da? So, und was machen wir jetzt hier einfach mal? Wir können ja hier natürlich auch jemanden töten. Wir schauen uns das mal an, was da passiert. Wir haben den Fraktionsanführer der Royalisten hier. Das bist du, oder? Ja. Sollen wir sehen, wie das hier... Ich habe ja Macht als Diktator. Da muss man ja gleich mal schauen, wie die genutzt wird.
Das schreit nach lebenslanger Haft. Ja, ich würde ihn tatsächlich gerne lebenslang einhaften, aber irgendwie kann ich das ja noch nicht. Da ist er. Ja, ist schon hart hier zu wohnen. Ja, aber das Militär steht hinter mir und das heißt ja auch gut. Von daher. Ich auch mal die Fraktionsführer einfach. Ja, rumbringen. Aber irgendwie hier so richtig fraktionsfinanzielle Unterstützung. Wäre schon gut, wenn ich die irgendwie hätte. Kein Einkommen. Forschung. 801 Wissenspunkte. Es wird auch gefühlt nicht so richtig bestraft, ne? Wo ich das da gemacht habe. Irgendwie jetzt keiner ist mir irgendwie jetzt so besonders böse. Aber ist ja auch okay. Das Spiel kann man ja auf jeden Fall auch böse spielen. Hier auch wie das Normalste aller Zeiten im Spiel. Ja, genau. Es war auch schon bei Tropico 1, war das ja auch so eins dieses. Also auch so dieser Aufschrei, dass man auch die Bevölkerung einfach so haben soll. Ja, den mag ich jetzt umbringen oder so. Und man kann sich ja deswegen auch so ein bisschen als Bösewicht hier auslehnen. So, ich habe jetzt hier ein bisschen Wissen. Und was mag ich denn machen? Ich mag eine Strafkolonie. Ja, das finde ich gut. Eine Strafkolonie zu sein. Wie kann ich denn noch Geld einnehmen? Feier bis zum Umfall in Reise, nichts bis zu 20% erhöht. Kostenloses Wohnen? Nee, das gefällt mir gar nicht. Festivalgelände. Naja, obwohl das eigentlich besser wäre. So, erweiterte Bootswartung und dann das Festivalgelände, weil ich schon gebaut habe. So, und jetzt wären wir mal zur Strafkolonie. Dann gehen wir nämlich in den Verordnungsbildschirm rein. Und erstens, hier können wir böse werden. Hier können wir böse werden. Hier können wir zuerst sagen, dass. Also es kommt gerade mitten das Licht auf die Kamera rauf, aber die Sonne geht bestimmt bald unter. Aber ich habe so einen schönen Halo-Effekt jetzt für euch. Bürger müssen 1 Dollar zahlen, wenn sie Essen aus einem Produktions- oder Industriegebäude nehmen. Mittellose Bürger können sich kein Essen leisten. Verschlechtert den Ruf der Kommunisten um 5. Verschlechtert den Ruf bei den Religiösen um 5. Verbessert den Ruf bei den Kapitalisten um 10. Jetzt, wäre natürlich die Sache ist, der Kapitalismus ja eigentlich das böse Spiel. Aber ich finde, kein gratis Essen ist so schön böse. Tradition in Tropico, dass alle Mahlzeiten vom Staat bezahlt werden. Aber Traditionen können geändert werden. Ja. Mit dieser Verordnung können Sie dafür sorgen, dass jeder selbst zahlen muss, um zu essen. Das bringt extra Geld für die Staatskasse ein. Ja, ich glaube, das ist in Ordnung. Ist ja hier kein Kommunismus-Run, was wir hier machen. Das klingt doch wunderbar. Nicht, weil mein Charakter reich ist. Ja, genau. Das stimmt. Das klingt doch wunderbar hier. Nicht jetzt die armen Schlucker hier. Die ganze Zeit hier einfach auch kostenloses Essen bekommen. Wo sind wir denn hier? Aber dein Charakter kann sich das leisten. Der wird nicht verhungern hier. So, vorgeschriebene Siesta. Die Erhöhung der Arbeitsqualität gefällt mir schon mal gar nicht. Strafkolonie. Ja, das gefällt mir gut. In Tropico sind wir stolz auf unsere vielen Traditionen. Ja, also, man sagt ja auch, dass Australien so gestartet hat. Seit unsere Gründergauner diese Inseln besiedelt haben, haben die Tropikaner eine progressive Einstellung zu Leuten mit moralisch exzentrischem Verhalten. Was wäre schön. Besser, um unsere Bevölkerung zu vergrößern, als unseren Bekennermut zu beweisen? Besser noch, weil niemand diese speziellen Sträflinge haben will. Das war auch schon in Tropico 1 gab es auch die Verordnung so irgendwie so, dass man hier Gefangene bekommen kann und dafür bekommt man eine Zahlung. Ja, finde ich gut. Wir wollen in Ehe nur noch Gefängnisse. So. Mal sehen, ob uns das ein bisschen aus der Misere hält, dass wir ein bisschen mehr Geld bekommen. Und Überfallbildschirm öffnen. Jetzt, die gehen ja auf Goldtour und das alles. Ja. Aber auch, die Krone schickt Entwicklungshilfe plus 5000. Jetzt ist ja die Frage, schickst du mir Entwicklungshilfe, weil ich den Haupt... die Hauptperson, die eigentlich hier für die Krone dabei ist, irgendwie umgebracht habe. Manchmal hilft das auch einfach, denn die Leute hier einfach, wenn sie einen zu stark irgendwie stört oder sowas, einfach umbringen.
Werden wir schon noch relativ oft hier machen in diesem Band. So, hier. 24 reich und erwachsen für Special Force Council. Und ist 17. 17 Jahre schon in der Luxusvilla. Also der, du lebst hier ein pures Luxusleben. So, traditionelle Predigt. Das kann ich noch machen. Erst helfen, dann predigen. Gesundheitsversorgung der Besucher, die für uns erhalten. Und wie ist das? Damit das erstmal besser. Und dann möchte ich hier auch, dass die. Hier auch noch, dass das gut verteilt wird. Nämlich da baue ich gerne noch einen kleinen Laden. Verkauft Lebensmittel, um die Haushalte von besuchenden Bürgern mit Nahrung zu versorgen. So. Und hier kommt das hier hin. So. Und hier wäre eigentlich Platz für eine Statue. Kann ich schon Statuen von mir bauen? Dekoration. Ein Park. Größe. So. Hier. Schön. Zwar noch keine Statue, aber die Statuen. Ah, ich kann einen Kerker bauen. Hier können die Polizei. Warum sehe ich das denn jetzt erst? Das passt doch perfekt. Hiermit können sie und Polizei Leute einsperren. Ein Kerker. Ja, richtig gut. So, wo bauen wir denn den Kerker? Den Kerker bauen wir doch in der Nähe der Krokodilfarm, würde ich sagen. Damit ihr das auch gleich sehen, wo die sind. So, hier wird eingekerkert. So, wie geht's der Krokodilfarm? Kann ich mal ein paar Kettenhandschuhe gönnen. Leder ist der Warenausgang der Farm. Und hier ist es Milch. Und hier regionalen Konsumstil der Vorfahren. Ja, das passt ja so wie diabolisch. Genau. Ja, Schleppnetze. Schleppnetze sind auch böse, von daher passt das. Und dann schauen sie hier raus und dann sehen sie gleich hier, wie die Krokodile hier sind. Damit die auch wissen, es lohnt sich nicht, sich hier irgendwie anzulegen hier mit der hier. El Presidente. Was mache ich überhaupt? So, das ist jetzt nicht El Presidente, das ist El Liorek. Und ich möchte ein Gebäude besuchen, um die dortige Arbeiterschaft zu motivieren. Und hier. Ich würde gerne dahin gehen. Das Gebäude gut im Bau ist. Aber es ist, man sieht schon so die ersten Abgründe von dieser Insel. Also es gibt ja keine Wohnungen, außer für die Topverdiener. Es gibt, das Essen ist nicht kostenlos. Neue Aufgabe. Das Volk von Tropico liebt euch fast so sehr, wie ich euch liebe, 15.000 gebe ich niemals dafür aus. Wir haben einen vorzüglichen Geschmack. Da warte ich noch ein bisschen ab. Weil Tavernen habe ich auch genug, die mag ich eigentlich auch nicht bauen. Weil in den nächsten 2 Jahren muss ich ja hier richtig fit eigentlich dafür sein. Weil dann bin ich ja schon in der nächsten Zeit mit drin. Pilzverfall ist beendet. Retten ist auch okay. Und dann nehme ich erst in der nächsten Zeitachse kann ich ja dann wirklich die Sachen bauen, die ja auch Geld abwerfen. Wie zum Beispiel Fabriken. Weil jetzt kann ich ein Theater, ich könnte mal ein Opernhaus bauen. Gut, seht ihr im Wohlhaben sein. Bietet Spaß. Ich glaube, also Konzi, du hättest auch am meisten Spaß im Theater, oder? Also so langweilig, auch wenn du hier nur in eine Bar reingehst oder so, war es hier für dich als feinen Bewohner hier von dieser Insel. Du brauchst ja was Ansprechendes, damit du hier dich nicht irgendwie hier ablenken musst, hier, wenn du auf die Farm gehst oder sowas. Und da würde ich doch mal sagen, von Kulturreisenden, ich glaube, ein Theater wäre schon nicht schlecht. Ich habe aber nicht genug Geld, das zu bauen. vielleicht schaffe ich es noch. Ich kann nicht, war es das Problem für Kultur. Genau so ist das. Hier, du gibst hier All You Can Drink Taverne. Da gibst du dich doch nicht ab hier, wenn du aus deiner feinen Luxusvilla schaust. Und die Luxusvillen sind ja auch schon zu.
Das heißt, die ist nur noch für die Oberschicht. Diese Luxusvilla. Nicht mal hier für die normale Oberschicht. So, und Kultur. Kultur wird es geben. Wenn ich genug Geld habe. Was echt schön wäre. Überfallbildschirm öffnen. Dann würde ich sagen, noch eine Schatzjagd. Oh, Geld. Geld, 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 Geld. Wie viel ist denn hier mit drin? Kaffee und Gold. Aber hier ist ja irgendwie auch mal eine Bar fertig geworden. Flüssiger Schwermut ist viel zu einfach hier. Oh, you can drink auch hier. Ich habe Kaffee abgeschlossen. Kaffee, endlich. Kaffee ist abgeschlossen. Jetzt kann ich nämlich eine weitere Handelsroute machen. Und ich schaue mal, wo ich am meisten Abweichungen habe. Rum, Fleisch, Kakao, Zucker, Gummi. Eisen. Ich könnte Eisen richtig gut verkaufen. Aber schauen wir mal, was wir sonst noch produzieren könnte. Ich könnte noch ein bisschen Tabak versuchen zu exportieren. Weil Tabak war hinten auch gar nicht so schlecht. Bei Rum müsste ich ja Zucker anbauen. Dann müsste ich ja dann irgendwie das dann weiter reinbringen. Voll Eisen. Eisen an die Schmuggler. Eisen an die Schmuggler. Ich glaube, das wäre das Klügste, oder? Eisen an die Schmuggler. Weil wir sind der Böse, weil natürlich auch Eisen an die Schmuggler verkaufen. Von daher werden wir mal schauen, wo wir Eisen abbauen können. Gesamtbonus kostet 27.000. Und jetzt haben wir, genau, haben wir immer Gold weiter und Eisen. Ich muss zugeben, ich bin froh, weil... Und dann schauen wir doch mal, wo wir Eisen abbauen können. Wo können wir Eisen abbauen? Ich brauche ein Bergwerk. Das Bergwerk braucht Eisen. Hier kann ich Eisen abbauen. Und hier, ach, ist ja alles so nah dran. So. So nah alles dran. So. Habe ich das genug Geld für ein Theater? Ich kann auch endlich ein Theater bauen. Das wurde ja mal höchste Zeit hier. Weil die haben sich ja schon gelangweilt. So, ein Theater baue ich hier hin. Ja. Das ist ganz fein. Diese Hütten. Die Hütten stören nur. Dann bauen wir hier Parks. Ohne Ende. Endlich aus, wo mein Gestank der Massen ist. Genau. Endlich mal raus hier. Also wirklich. Und das Gute ist, man ist beschützt vom Wachturm. Also, das ist ja gar nicht schlecht. So, und jetzt hier. Ja, ist das nicht. Ist das nicht herrlich? Man sieht dann hier einen richtig schönen Park nebenbei. Das gefällt die Leute. Ich könnte dann auf jeden Fall nochmal also einen hinbauen. Wie kann ich denn die Variation durchgehen? Alt-Taste und das Steuerkreuz. Ah ja. Ist sogar, glaube ich, eine kleine Statue mit drin. Ah ja. Das passt doch. Das passt doch hier. Wenn das. schaut euch mal dieses Denkmal an. Das Maler hat nicht. Das Maler. Das Lama hat hier ein Maschinengewehr. Hier kämpft alles mit. Hier kämpft wirklich alles mit, um die Unabhängigkeit hinzubekommen. Und die Hütten sind weg, weil wir hier auch einfach Parks hingebaut haben. So. Die gehen weiter plündern. Die gehen weiter fischen. Lasst mich eure unermessliche Weisheit erweitern, Präsident. Gebäudekategorie Wohngebäude bauen. Das kann ich machen. Weißt du schon, was für Wohngebäude ich bauen werde? Name: Freiheit ist Sklaverei. Ah, schön, schön. Ja, also könnte man eigentlich. Also, schade ist, wenn ich dann irgendwie so Orwell-mäßig so Pyramiden bauen kann, wo dann genau das da irgendwie schritt im Ministerien. Obwohl später gibt es, glaube ich, Ministerien. Da werden wir auch die bösen Sachen natürlich wählen. Und ich soll jetzt zwei Wohngebäude bauen. Das heißt, würde ich doch mal hier... Mehr, Gouverneur. Mehr. Immer mehr. Ja, immer mehr.
will ich natürlich zwei weitere Luxusvillen bauen, wenn ich dann irgendwann könnte und dürfte. Und in der Mitte hier ein schöner kleiner Park rein. Also, ich weiß, den Leuten soll es ja gut gehen, ne? Wenn ich denn genug Geld hätte. Aber ich glaube, wir rufen auf jeden Fall gleich die Revolution aus. Ah, ich habe irgendwie Geld bekommen. 4500 Entwicklungshilfe. Da muss ich echt dann hier das erhöhen später. Irgendwie ein bisschen ein paar Arbeiter irgendwie rankriegen. Obwohl, wieso kann ich das denn da nicht hinfahren? Gelände ist so uneben. Ah, okay. Und dann kommen die halt hier weiterhin, ne? Ist ja auch denn so ganz hübsch. Und wenn denn hier noch eine richtig schöne kleine Deko-Sache mit drin steht. Hier, ah, ach, ist das herrlich. Ist das herrlich. Hier würde man noch gerne wohnen, ne? Und direkt in dem Palast. Hier sieht man das ganze Geld, was schon oben rausquillt. So muss das auf jeden Fall sein. Da kann man irgendwas Sinnvolles bauen. Wie viele Arbeitslose habe ich denn? Ich habe nur einen arbeitslosen Bürger. Naja, das ist erstmal okay. Ah, zwei Wohngebäude gebaut. Vielleicht baue ich hier oben noch eine Taverne hin. Weil die Tavernen sind noch relativ billig, aber ich habe trotzdem nicht genug Geld. Später in dem Spiel ist es ja so, wenn man dann wirklich die ganzen Verbrecher hat, kann man ja sagen, das ganze Vermögen, was sie haben, die Verbrecher, dass sie bitte auf das eigene Konto wandern soll, auf das eigene Schweizer Konto. Und das werden wir natürlich später die ganze Zeit machen. Das haben wir weiter geforscht und... Ah, schön, Kirchengebühr. Ah, damit kriege ich doch Geld rein. Besucher von Religionsgebäuden zahlen eine Gebühr von einen Dollar. Senkt die Effizienz von Religionsgebäuden um 15%. Ja, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung für mich, das zu senken. Weil wenn sie schon für Nahrung bezahlen, dann können sie auch irgendwie für das Gotteshaus bezahlen. Also hier, wenn man hier so, wie Lindner sagen würde, diese kostenlos Kultur hier von diesen Inselbewohnern, also. Weil wie hat er gesagt, die kostenlos Mentalität, irgendwie sowas hat er da rausgeholt, oder? Gott ist nur für Wohlhabende. Genau. Die könnten ja dann, theoretisch könnten sie ja in der Bibel lesen. Aber ich habe gute Nachrichten. Gute Nachrichten, unser Kerker ist fertig. Senkt die Effizienz um 30% und generiert 25 Dollar pro Häftling und Monat. Das ist ja besser, als jeder Feldarbeiter für sein ganzes Leben lang arbeiten kann. Jetzt würde ich mal sagen, das verhaften wir mal ordentlich. Wer ist denn hier mein Feind? Die Krone. Und... wo kann ich nochmal sehen, wer alles zur Krone gehört? Royalisten. Die fanatischen Royalisten, die stören mich ja am meisten. Was hat er damit gemeint? Es wird hier festgenommen. Weg mit den fanatischen Royalisten. Starke Royalisten sind noch schlimmer. Weg. Du musst aufpassen, hier vielleicht nicht den... keine vom Militär selber wegzunehmen. Aber Arbeiter, Miststreuer. Weg, weg. Plantage. Endlich werden sie nützlich. Ja, du kriegst den Spirit auf jeden Fall hier. Du erfasst sehr gut den Spirit. Endlich. Endlich werden sie nützlich, wenn sie weggesperrt werden. Arbeitsplatz Kerker. Na, ich mag hier nicht selber einen Kerker. So. Aber die Leuten soll es natürlich besonders gut gehen, die im Kerker arbeiten. Und sie sollen natürlich auch hier dementsprechend auch wohnen. Hier ist schön. Luxuriös. Das ist hier die Insel der Gegensätze. Ich muss eigentlich nur mal mich zurücklehnen und warten, bis Geld jetzt eingenommen wird, ne? Also, wenn ihr reinkommt, wie viel könnte ich denn noch mithaben? Verhaftung. Wie geht es Ihnen heute? Ist ja schon. Aber sieht das so aus, wenn man verhaftet wird? Ach ja, ich gehe jetzt mal dahin. Aber der geht er einfach nur zum Kerker und lässt sich dann verhaften?
Wenigstens erwartet, dass jemand von der Polizei wenigstens vorbeikommt oder hier von den Kerkermeistern und dann so gegen den Willen, dass er in den Kerker mit reinschleppt. Wo geht die denn hin? Ah ja. Irgendwo da hinten. Ah, die soll verhaftet werden. Die geht aber dahin, glaube ich, oder? Die wurde wahrscheinlich schon verhaftet. Ah ja, hier ist schon einer näher dran. Und hier schön durch das Tor. Ich hatte so, glaube ich, ein bisschen falsch rumgebaut. Aber jetzt werden sie. Schatz, der Boss ist verhaftet. Bitte geh doch zum Knast. Ja. Ja, so ist das ja. So ist das hier. Ihr wird nicht lange hier darauf hier geachtet, sondern hier. So. Zack, zack. Hier wird dann einfach richtig schön mit rein. Und ich finde, wie viel Geld mache ich denn damit? Statistiken. Ich mache noch kein richtiges Einkommen damit, aber vielleicht brauche ich auch mehr Leute mit drin. Ich glaube, ich kann noch zwei weitere verhaften. Zwei Royalisten. Es gibt schon wieder Fanatische. Also ich brauche mehr Kerker, glaube ich. Das ist sogar ein Verbrecher. Festnehmen. Was machst du? So, ich glaube, jetzt habe ich genug. Wie viele Aktionen markiert? Wir sollen ja mal gleich umerzogen werden. Also wirklich. Strafarbeit. Ja, gleich machen wir Plus. Gleich machen wir Plus mit dem Kerker. Gleich. Das ist der große Beweis, dass hier Verbrechen hier sich nicht lohnen. Oder vielleicht doch. Dann machen wir hier Einnahmen mit allen. Ich glaube, es muss aber immer so leicht gefüllt sein, ne? Wenn das dann. Dann könnt ihr nämlich hier dann schön arbeiten. Aber wo sind die denn? Ah ja, schön. Schön hier explizit eingesperrt. Mandat läuft ab. Ja. Dann kämpfen wir auf jeden Fall für die Unabhängigkeit. Und ich würde auch sagen,